Mein Name ist Susanne Hauen. Ich bin von 1977 bis 1983 zur Ranke-Schule gegangen. Ja, mein Name ist Michael Panke. Ich war von 1976 bis 1983 in der Ranke-Schule. Unsere Jahrgänge waren noch zweizügig. Wir waren die letzten in der Aufstellung und nach uns gab es dann nur noch vierzügige Einsteigerklassen. Genau, wir waren vierzügig. Von 7a bis 7d und jeweils immer zwischen 33 und 36 Schüler in einer Klasse. Das war bei uns auch so. Waren die Hörsäle mittig angesiedelt. Und dort fand Biologie statt. Und Physik. Und Physik, genau. Da gab es zwei Tafeln noch, zwei grüne Tafeln, gegenläufig. Wenn man die eine hochgemacht hatte, konnte man drauf schreiben und die andere ging runter. Und da haben dann verschiedene Sachen stattgefunden. Klausuren, also Tiervorträge. Genau. Es gab einen Raucherraum, der auch sehr stark frequentiert wurde. Also da hat man gefühlt die Leute nur bis zur Kniescheibe gesehen. Danach war das alles nur noch eine einzige Dunstwolke. Ich würde mal sagen, den Raum erkennt man auch heute noch sofort. Diese Schule hatte ja einen Sportplatz mit einem Kunststoffrasen drauf. So. Dieser durfte natürlich nur mit Sportschuhen betreten werden. Damit hatte die Schule also keinen Pausenhof, wo man als Schüler rauf durfte. Das führte dann zu der Besonderheit, dass die Schüler während der großen Pause rausgehen durften. Zum Bäcker. Das war die Grundidee vielleicht damals auch, die gesagt, da war ja unten so eine kleine Küche, Mensa, Cafeteria, stimmt, wie man es auch immer nennen will. Ja. Und ich denke mal, die Grundidee war vielleicht, das auch wie eine Ganztagsschule aufzuziehen, dass man also dort auch essen kann. Was heute normal wäre. Ja. Essensmarken, also die Eltern haben Essensmarken gekauft, die gab es einen Monat davor aus. Und dann hat man halt diese Marke und dafür hat man sein Essen gekriegt auf dem Tablett. Und war vor allem nachher interessant, als es dann mit den Freistunden losging. Ja. Also dass dann, wenn mal Unterricht ausgefallen ist oder auch in der Oberstufe dann halt sowieso. Zumal es auch eine Zeitschriftenecke gab mit so einem, ich glaube auch grünen Sessel. Ne? Mhm. Die standen dann gleich rechts in der Ecke. Und war so der Ablauf, also Stundenwechsel, dann ging man hoch, ging man runter. Es hing davon ab, also es gab ja halt Klassenräume. Wechsel war dann beim Sport, es gab Französisch- oder Englischunterricht war und meiner Meinung war, man müsste ein Sprachlabor, dann ging es woanders hin. Musikunterricht war prinzipiell in den Musikräumen. Das war der Raum, da wurde die Trennwand rausgenommen, da war dann halt schön groß. Da hatte man also ein großes Karree, wo auch die 30 Schüler reingepasst haben. Da stand ein Klavier, später gab es ein Spinett, weiß ich noch. Das war die ganz große Errungenschaft. Auch als ein Banjo kam, war es eine riesen Errungenschaft, dass der Herr Günther also unbedingt erstmal ausprobieren musste. Sonderräume gab es dann nachher noch für Latein. Kunst waren natürlich Extra-Räume. Kunst war im ersten OG, genau, das waren auch zwei, drei Räume. Mit Waschbecken und das war wirklich sehr gut, die Kunsträume. Und die Stühle, das waren eigentlich Flöt-Otto-Stühle, Konferenzstühle. Die hatten die Besonderheit, einmal gab es die Wiener Uni, dass man sich so einen Tisch darüber machen konnte, so einen Klapptisch. Und die waren ineinander zu ketten. Wenn also der Fotograf da war, ging jede Klasse zu einem bestimmten Zeitpunkt runter in die Aula und wurde auf der Bühne fotografiert. Kann man noch was sagen zu der Sporthalle? Das wurde dann auch so, ich sag mal, so ein bisschen paritätisch geteilt. Man hatten die Jungs zwei Drittel, man hatten die Mädchen zwei Drittel, je nachdem, was dann gerade anstand. Also die Schule hat sich auch beteiligt an, in der Schöneberger Sporthalle. Da gab es immer Turnsportfeste oder auch Leichtathletikfeste. Ja, jetzt, wo Micha das erzählt hat mit der Trennung von Jungen und Mädchen, fiel es mir auch wieder ein. Wir haben noch so was Obskures gemacht wie Bänder. Ja, das Gummibälle. Gummibälle, also so Tanzelemente mit Bändern. Das sieht man manchmal. Rhythmische Gymnastik. Rhythmische Gymnastik, so hieß das, genau. Und da mussten wir Mädchen Bälle schwingen und Bänder schwingen. Das mussten wir als Jungs auch einmal machen. Das war einmal, aber nicht. Und dann hat man gelugt, ne? Was machen die Jungs denn gerade oder was machen die Mädchen gerade? Durfte man ja eigentlich nicht. Ist witzig, für unsere Schwebebalken ist, glaube ich, sogar auch eine Disziplin für Turnhaar-Schwebebalken. Aber ihr habt die, glaube ich, nie genutzt. Natürlich nicht. Wir hatten viel zu verlieren. Nee, also zu sagen. Wir auch. Es gab ja eben diesen berühmten Raucherraum und danach neben gab es übrigens auch noch einen Nicht-Raucherraum und einen Kaffeeraum. Und man konnte von diesen Räumen auch raus auf den Sportplatz. Also da war ja, den Sportplatz konntest du nicht betreten mit den Straßenschuhen, aber das war ja da rundherum ging ja auch noch ein Weg. Und von da kam man rein, also, oder besser gesagt raus. Raus kam man immer, rein musste man klopfen. Also die Schule war sehr modern, von der Ausstattung auch sehr gut ausgestattet. Wie waren so die Lehrer?
Also waren die quasi auch modern oder? Nee, also die waren schon, ich finde, für ihre Verhältnisse eigentlich doch recht liberal. Aber wie gesagt, hatten eben auch eine Erwartungshaltung. Und wie das eben so mit Lehrern ist, es gibt so und solche, es gibt welche, die total lax, dann gibt es welche, die den harten Mann raushängen lassen müssen, warum auch immer. Das hieß ja auch die rote Ranke. Das ist aber, das kam aber so nicht durch. Also ich weiß, an der Lüdicher Straße, da war mir die erste Woche in der Schule, da wurde erstmal gestreikt. Da wurde auch angedroht, dass also alle Schüler einen Tadel bekommen. Das war natürlich ein Drama für alle, die aus der Grundschule kommen und Tadel ganz furchtbar fanden. Das war denn spätestens mit dem Neubau, nee, gar nicht. Das war mit dem Neubau vorbei. Und als auch diese alte Oberstufe abgetreten ist, wenn du dich erinnerst, dann gab es ja noch von Herrn Heine den Sohn. Das war ja so noch die letzte Generation dieser Spät-68er gefühlt, die mit langen Haaren rumgerannt sind und sehr locker flockig da rumgelaufen sind. Als die denn weg waren, hat das schlagartig aufgehört. Gut, als die ersten Grünen war es ja nicht, Alternative Liste kam, Manfred Spech, genau, der mit seinem Fischer umgesessen hat. Ja, da haben wir Atomkraft, nein danke, diese Buttons verteilt und gehabt und Unterschriftslisten geführt. Rote Ranke würde ich so nicht sagen. Also man ist da jetzt von den Lehrern nicht in irgendeine Richtung getrieben worden oder indoktriniert. Nee, überhaupt nicht. Wer ist denn Herr Heine? Herr Heine war damals der Religionslehrer und sein Sohn ging dort auch zur Schule und hat dort Abitur gemacht. Herr Heine war, glaube ich, der letzte Kriegsheimkehrer, der noch Lehrer war, gefühlt. Also, dass viele Grüne, Alternative Liste, bei uns in der Schule waren doch das schon. Also auch die, die denn das Abitur gemacht haben, die Oberstufe. Das war eine Zeitströmung, glaube ich. Es gab auch einen Lehrer, ja, der Biologielehrer, der eine, der war ganz klar dem alternativen Liste der politischen Richtung. Der kam auch mit dem lila samtfarbenen Sakko. Na, der hat ja auch die Buttons verteilt. Also von dem haben wir alle das Atomkraft-Nein-Danke gekriegt. Die Schule war aber auch nicht sehr groß. Ich glaube, wir waren so um die 200 Schüler. Und irgendwann war es ja so weit, dass dann noch die Oberstufe von der Schweizer mit reinkam, weil die ja keine hatten. Die sind dann auch damit integriert worden. So aus dem Schülerpark. Also was eigentlich problematisch war, ist das, was es ja heute auch ist, dass du eben mit 30 Schülern keinen vernünftigen Unterricht machen kannst. Und da hilft dir auch kein riesengroßer Klassenraum oder ein kleiner. Das ist einfach die Anzahl. Wir hatten auch immer genügend Klassenräume. Ja. Wir brauchten nie irgendwo hinlaufen, um Unterricht zu haben. Und genau, im Sommer sind wir in Humboldt heimgegangen. Oder wir sind zur Gerichtsstraße, der Schwimmunterricht. Richtig. Hier, also der, Achtung, die Klasse nehmen. Genau, der war Gerichtsstraße, da wo noch das Stadtbad war. Und wir sind dann von der Rankeschule durch den Humboldthain zur Gerichtsstraße gelaufen. Was man noch erwähnen müsste zu der Schule prinzipiell, als die damals eröffnet wurde, konnte man kein Fenster öffnen, die waren alle zu und es gab nur diese Klimaanlage. Damit war natürlich also auf der Ost- und Südseite war das dann halt eben sehr warm. Die andere Ecke hat natürlich dann halt gefroren, also hat man Mittel versucht. Irgendwann hat man natürlich, die Luft ist zu trocken, hat man eine Luftbefeuchtungsanlage eingebaut. Die hat so gut funktioniert, dass wir im ersten OG tropische Verhältnisse hatten. Da ist das Wasser in die Fenster runtergelaufen. Also irgendwann hat man das dann in den Griff gekriegt. Dann war das nächste, dass denn diese Außenjalousien eingebaut wurden, nachgerüstet wurden. Und da weiß ich noch, das war diese große Diskussion mit Herrn Schellin, also weil wir haben im Sommer die Fenster aufgerissen und der sagt, ihr lasst nur warme Luft rein, ihr habt eine Klimaanlage, also Fenster schön zulassen. Da gab es eine lange Diskussion und er hat das schön breit erklärt, warum das gar keinen Sinn macht und von da ab gingen die Fenster auch tatsächlich zu und es war auszuhalten. Da haben wir halt eben die Klassenzimmertür aufgemacht, dass denn darüber nochmal Luftaustausch war.